Gib mir mal ein paar Steine. So. Wow. Autsch. Ja. Ich möchte auf jeden Fall meinen einen Bolzen noch zurückhaben. Aber erstmal will ich mich kurz heilen. Und dann müssen wir wirklich herausfinden, wie wir mit dieser Brücke klarkommen. LP 074. So. Also wie wir am Hauptding weiterkommen. Also hier. Weil hier wird wahrscheinlich immer noch geschlossen sein, oder? Ja, sieht immer noch geschlossen aus. Das wird der Hauptweg weiter sein. Ich bin sicher, es hat was mit dem Rätsel zu tun. Jetzt aber warten. Wo ist die Türe jetzt zugegangen? Da, also müssen wir nicht mehr lange warten. Du mach uns mal neues Licht. So, noch ein bisschen warten. So. Gut, Steine. Wie weit bist du vom Überladen sein? Das ist eigentlich egal bei dir. Du hast ja das Halsband, die Halskette um Halsband, ja. So. Einmal Nahrung für alle. Wenn ich hier wieder raus bin, muss ich wieder Fische fangen gehen. So, jetzt aber mal kurz hier gucken. Hier scheinen ja einige Sachen aufgegangen zu sein. Ob es hier nicht irgendwo noch ein Secret drin gibt. Ja, selbst hier ist aufgegangen, hä? Hier ist nichts. Okay. Da ist auch nichts. Hier auch nicht. Und hier nirgendwo auch nicht. So. Das bedeutet, abgesehen davon, dass der Raum schön hoch ist, so richtig kryptamäßig, sagen wir uns mal kurz ab, finden noch jede Menge Steine. Haben da drin immer noch das Tick-Ding. So. Wir können uns jetzt von hier verkrümeln. Ich habe ja so das Gefühl, dass dieses Under and Under, jetzt wo ich darüber nachdenke, and over again and over, bedeutet, dass wir über und unter der Brücke durchgehen müssen. Also, wir sollen erst zweimal unter der Brücke durchgehen. Unter der Brücke durchgehen. Und nochmal unter der Brücke durchgehen. Und jetzt sollen wir dreimal über die Brücke gehen. Das war falsch. Also erst sollen wir zweimal unter der Brücke durchgehen. Also einmal, zweimal. Und dann sollen wir dreimal über die Brücke gehen. Einmal, zweimal, dreimal. Das war auch falsch. Wahrscheinlich, weil ich sechsmal jetzt gezählt habe. Also zweimal unter dem Ding durch. Einmal, zweimal. So. Einmal, zweimal, dreimal. Auch nicht. Oder wir machen es folgendermaßen. Ich gehe hier runter, gehe hier rüber. Ich gehe jetzt einfach ein paar Mal im Kreis hier so über und unter der Brücke durch. Mal sehen, was passiert. Wenn es nicht so rumklappt, klappt es vielleicht andersrum.
Wahrscheinlich klappt es nicht so rum. Sondern ich muss auf die Brücke wahrscheinlich zulaufen. Auf die Tür. Also so rum, so. Dann unten drunter durch. Dann so rum. Nochmal unten drunter durch. Das war's wohl auch nicht. Ich versuch's noch einmal. Nö. Under and all over again. Und nochmal over. Okay, also under. Und under. Und over ist dann wohl so. Und nochmal over. Und nochmal over. Nochmal over. Das klappt wohl auch noch auch nicht so ganz, hä? Komm schon, irgendwie muss das ja klappen. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was hier geht. Das hat irgendwas mit der Brücke zu tun. Nee, das klappt sicher nicht. Wie könnten wir es noch versuchen? Under. Und under. Over. Und nochmal over. Und nochmal over. Nein, auch nicht. Die Decke, geh auf. Ich hab Bane. Öffne dich. Das andere... Hier ist ja sonst nichts mehr. Ich habe alles sonst. Ich habe da den Teleporter mit dem Secret, in dem ich Bane gefunden habe. Hier habe ich nur einen Flegel gefunden. Der mir aber auch nichts mehr bringt. Hier war das Secret. Also die Waffenkammer sozusagen. Hier war auch nicht wirklich was. War hier drunter was? Nein. Es muss was mit dieser Brücke zu tun haben. Sonst würde da nicht die Confetti Bridge auch noch drunter stehen. Ah, ups. Das war die Sackgasse. Hier stehen Kerzen, die schon ewig brennen. Natürlich, warum nicht? Oder der Inselmeister, dem ja keine Sau was tut, wahrscheinlich. Ja gut, er ist der Inselmeister. Da werden sich die Kreaturen hier hüten. Vor allem die Piratenratten. Ihm was zu tun. Okay. Ich muss zweimal unten drunter durchgehen. Ohne über die Brücke zu gehen. Also muss ich wahrscheinlich wirklich hier drunter. Hier drunter. Muss dann über die Brücke. Über die Brücke. Über die Brücke. Hm.
Oder ich muss unter der Brücke durch. Muss nochmal über unter der Brücke durch. Muss einmal vorwärts über die Brücke, einmal rückwärts und dann nochmal vorwärts. Nein. Also steht es hier ja auch. Under and under, also unten und unten durch. Und dann drüber und dann nochmal drüber und drüber. Und da ist schon wieder mein Fliegeviechfreund. Weil wenn ich nur hier stehen bleibe, bringt mir das nichts. Außer, dass irgendwann mein Licht ausgeht. Weil das hier ist die Brücke. Das bringt alles nichts, würde ich sagen. Sag bloß, ich kann da irgendwie... Ich kann auch so über die Brücke gehen. Licht ist aus. Interessante Thematik. So, jetzt bin ich zweimal unter der Brücke durch. Nee. Okay, versuchen wir es von der Seite, dass wir hier runter unter der Brücke durchgehen. Hier nochmal runter unter der Brücke durchgehen. Drüber gehen, drüber gehen, drüber gehen. Nein. Jetzt probieren wir es andersrum. Also, dass wir sozusagen... Nee. Dass wir sozusagen hier unter der Brücke durchgehen. So. Hier nochmal unter der Brücke durchgehen. Hier drüber gehen. Nochmal drüber gehen. Und sich immer noch nichts tut. Das ist mein knackiges Rätsel. Sonst haben wir alles. Das war nur ein Secret. Das war auch nur was Optionales. Da drin ist auf jeden Fall eine Fackel. Wie wär's damit? Wir gehen unten drunter durch. Gehen hier einmal drüber. Gehen nochmal unten drunter durch. Gehen rüber, rüber, rüber. Drüber und rüber und rüber. Drüber bringt auch alles nichts. Mann, was für ein Rätsel. Und das bringt ja sowieso nichts. Wenn ich jetzt zweimal runtergehe. Nö. Die Brücke. Muss ich hier vielleicht zweimal runter und zweimal das die Brücke lesen? So, so. Und jetzt hier drüber. Und nochmal drüber. Und nochmal drüber. Guckst du mir dabei zu irgendwie? Nee, du verschwindest immer. Komm her. Komm her, mach die Tür auf. Drunter, drüber, drunter, drüber. Ich bin jetzt schon so oft über die Brücke drüber gelatscht, das gibt's doch nicht. Ich penne jetzt eine Runde auf der Brücke. Mal sehen, ob es aufgeht. Nein. Das Fliegeviech kommt nur wieder. Mach mal neues Licht. Hm.
Auch nichts. Weil hier in den Nischen war auch nichts. Das war nur das mit der Immortality.